befinden uns auf der BAB 8 Richtung Karlsruhe und kurz am Stuttgarter Kreuz. Alarmiert wurden wir zum 1VU auf der Autobahn. Beim Eintreffen hatten wir dann zwei beteiligte Fahrzeuge hier vor Ort. Unsere Aufgabe war, gemeinsam mit dem Rettungsdienst die Person schon aus dem Pkw rauszuholen. Sie war nicht eingeklemmt, aber hatte vermutlich Verletzungen der Halswirbelsäule. Deswegen konnten wir sie nicht selber aus dem Pkw rausholen, sondern mussten mit dem Spineboard die Person vorsichtig und Abstimmung mit Rettungsdienst aus dem Pkw rausholen. Und aus diesem Grund mussten wir auch das komplette Dach abnehmen des Fahrzeugs. Ein Spineboard ist wie ein ganz hartes Brett, sodass die Wirbelsäule geschont wird, nicht durchhängen kann oder sich verschieben kann. Und da kann dann der Rettungsdienst die verunfallte Person auch wunderbar festzurren und ist auch schonend in den Rettungswagen bringen. Wir waren mit vier Fahrzeugen vor Ort und Einsatzkräfte waren wir 15 Mann.